Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Pokémon-Part. wir wollten eigentlich gerade ein bisschen trainieren und unten die Trainer klatschen, weil wir dachten, sonst hält das so lange auf und dann passierte das hier. Und dadurch, dass wir euch die Entwicklung jetzt nicht vorenthalten wollten, haben wir gedacht, gut, dann starten wir halt jetzt die Aufnahme und dann tratschen wir. Tratschen, das soll klatschen, wir den letzten ein, zwei Trainer oder die hier da rumwuselten, noch zusammen. Ja. Wir können sie natürlich auch so lange zutratschen, bis sie dann aufgeben, aber. Zutratschen! Wir tratschen die neuerdings zu. Oh nein, voll der Fail. Lass uns ein bisschen trainieren. Ja. Und dabei ist Elise war auf Level 14 gestiegen und wie gesagt, Serpifeo jetzt auf Level 17. Panne, ey. Ja. Alles werden sie so. Efuserp. Na toll. Oh. Naja. Okay. Über die Namen kann man sich ja eh streiten, von Ja. daher. Oh, ich hatte ihn sogar fertig geklatscht. Okay, dann kommt nur noch die hier. Oh nein! Das war so klar. Das war auch so klar. Oh, toll. Efuserp! Jetzt können wir uns zumindest nicht mehr darüber beschweren, dass ich hier Serpifeo sage und du Ja. Serpifeu. Hier kann man nichts mehr falsch machen. Nee. So, Da könnte man sich noch drüber streiten, ob es denn nun Epo Ja, sehr jetzt. oder Epo welchen Buchstaben man da in die Länge zieht. Ja. Punching Bag. Alles klar. Die sagte gerade Punching Bag. Alles klar. Ach, kein Wunder, so wie die aussieht. Kämpferin Lee, ist ja ein sehr weiblicher Name. Ja, sehr. Oh, nee, ey. Praktibalg. Ich mag das nicht mehr. Ich auch nicht. Und schon gar nicht seine Weiterentwicklung. Siehe, Meistergriff. Bei den anderen Editionen fand ich es immer noch, da hatten sie ja immer Marschollo oder Mahollo, wie man es auch immer aussprechen mag. Ich sage immer Macholo. Aber ich Ich finde sag viele immer. Marschollo. Ich wollte sagen, viele sagen aber auch Macholo, ne? Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Hab ich mir so angewöhnt. Auf jeden Fall fand ich das da immer noch ganz niedlich und die Entwicklungen danach, die fand ich auch alle immer scheiße. Darum habe ich das nie genommen. Aber fand ich eigentlich den Kampf-Pokémon ist ja ganz praktisch. Ja, aber ich, oh nee, aber ich, mochte Macholo und deren Weiterentwicklung, Machomai und, Machoke. Machoke, mochte ich nie. Von euch, ich hab, Nicht? nee, ich hab dort kein einziges Mal im Team gehabt. Ich schon. Ich nicht. Nie! So. Und ein Tackle hinterher. Ging dann ja doch relativ fix. Ja, das stimmt. So. Boah, der mit seinem Holzstamm da. Na. Nee, bist du nicht. So. Ich weich mal ein bisschen. Oh nein, ich. Ah nee, hier unten war auch, ne? Ich weich mal ein bisschen im Gras aus. Ich weiß nicht, was da unten noch war. Da ist Ist ein schon so klein. Pokéball. Ja, komm. Nein! Im letzten Ja, Stückchen. das ist so klar. Oh. Oh, dieses Dusselguay. Das nervt. Das nervt ziemlich. Oh, das ist so süß. Also der Ruf. So. Okay. Weg da. Man kann ja auch da runterspringen, vielleicht kommt man dann da auch zu dem zur anderen Seite da runter. Immerhin ein Netzbeil. Was ist es? Anstatt Netzball habe ich Netzbeil gesagt. Ein Ball. Ich
Oh. Pfanne, ey. Oh. So, ist hier jetzt noch irgendwas Besonderes? Moment, ich kann hier auch überlatschen. Da ist nichts. Da war noch ein Pokéball. Jo. Immerhin. Nee, ich bin super dran. Yay. Wir brauchen den. So. Dann war ja aber nichts mehr. Ne, da ist nichts. Dann lassen wir es nochmal heilen und dann gehen wir in den ewigen Wald. Ja, ne? Jo. So. Finde ich ein bisschen langweilig irgendwie, dass sie sich gar keinen nicht nochmal neuen Namen ausgedacht haben. Weil ich weiß nicht mehr bei welcher Pokémon-Edition, aber irgendeiner, meine ich, gibt auch schon so einen Wald, der ewig Wald heißt oder sowas. Ja, ich glaube auch, jetzt wo du es so sagst. Ich glaube, irgendwas war da. Das fand ich ein bisschen unkreativ. Ja. Naja, man kann nicht alles haben. Ja. Arti! So. Ja, bei Diamant und Dings. Stimmt. Da latscht man dann mit so einer Tante durch. Reißer oder sowas, die mit den grünen Haaren. Als du das gespielt hast. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich weiß es nicht mehr. So, Ja, Zwillinge. Ach, diese zwei da. Der wählt ein und dasselbe Pokémon. Eins, zwei und eine linke. In meinem Rhythmus bleiben. Eins, zwei, ach Gott. Oh nein, immer peinlichst genau ab. Alles klar. Alles klar. Oh. So, was haben die denn? Sicher so ein Strahl. Die von denen sieht so blöd aus. Vivi und Bibi. Und ich wusste es, die haben einen Strawickel. War irgendwie klar. Ja. Die sind süß. Aber ich finde Mammen schöner. So. Elise war sehr effektiv. Du musst ja nicht gleich unbedingt eine Dingsattacke nehmen, ne? Warum nimmst du das? Die Viecher Käfer oder Pflanze? Käfer. Okay. Oh. Meine ich nicht, dass ich was falsch sage. Ich meine, ach du Shit. Super. Toll. Bei der Pflanze und Donner, also Donner geht glaube ich noch, also Elektro, aber ich glaube Pflanze zieht dann nicht so viel ab. Ich nehme Infoserb gleich raus. Das bringt sonst nichts. Na, Helle Seeball bringt ja auch echt mächtig was. Na, toll. Bisschen Fail der Kampf. Ja, aber hier Käferbiss. Also definitiv Käfer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Helle Seeball lasse ich trotzdem drin. Mhm. Für trainieren. Aber Infoserb. Geht raus. Und so, da macht's die Socke. Yay. Yay. Nein, platt. Toll, jetzt darfst du da gar nicht mehr. Boah. Toll. Aber immer so, wenn man Pokémon auswechseln, dann darf's nicht noch mehr. Ja, das finde ich voll... Gott, ein bisschen. Ich glaube, wir haben hier für diesen ewigen Wald nicht die passenden Pokémon. Irgendwie nicht. Nee. Oh nein. Das ist okay. Wir schaffen das trotzdem. Wir haben ja auch die Arena geschafft. Ich wollte gerade sagen. Wie weiß ich nicht, glaub. Ja, wo ich gesagt habe, das schaffen wir. So. Vielleicht sollte ich erst mal eins platt machen. Wobei. Egal. Ist wurscht. No. Und eins platt machst oder beide neben gleichzeitig. Ja. Das ist echt egal. Gott, nee. Voll effektiv! Naja, das geht ja gar nicht klar. Oh Gott, nee. Toll. Da sagen wir vorher, ja, wir trainieren ein bisschen, damit das hier alles nicht so lange auffällt.
So viel dazu. So viel dazu. Oh nein. Panne. Ein wenig, ne? Ja. Ein bisschen Fail. Oh Gott, jetzt mach doch was. Na toll. Es zieht ja auch nicht wirklich was. Nee, irgendwie nicht. Nee. Dafür sind die noch zu flach. Ich hab grad verstanden, dafür sind die zu flach. Ja, zu flach sind sie auch. Oh nein! Toll. Ja, der ist super. Ja. Oh ne. So, der wird noch ab. Oh nein. Jetzt kommt Terry Bark und haut alles drauf. Jo. Unser Terry. Genau. So, machen wir auch gleich mal einen Bodycheck hier. Welches ist denn jetzt welches? Ist ja eigentlich egal. Ja, Hauptsache sie sterben am Ende. Ja, Hauptsache es ist futsch hier. Probier ich einfach mal Schlecker. Mal gucken. Jau! Weg damit! Bodycheck ist super Attacke in dem Spiel. Ja, ich merke das schon. Ist halt nur scheiße, dass er hier vom Rückstoß halt was bekommt, ne? Aber, ja, naja. Ja, das ist ja so viel dann auch nicht von daher. Ja. Na, ja, nix. Terry Buck rockt. Ja. ist ja egal. Geht jetzt eh down. Jawoll. Nur ja, mit einem Schlag. Ja. Hätten wir das mal gleich genommen. Ja, aber ich wollte ja eigentlich, wir wollten ja eigentlich ein bisschen trainieren, aber... So viel dazu, wenn ja. Das Ganze klappt. Nee. Naja, Level 20. Ja, aber bei den schwächeren Pokémon irgendwie. Ja, Kraftschub. Wenn wir die Pokémon haben, die wir da noch haben wollen, dann sollten wir vielleicht mal zwischendurch dann ein bisschen trainieren. Mhm. Kraftschub. Mach mal erstmal eine Attacke vergessen. Ja, wir haben, glaube ich, noch Schnüffler, ja. Und dann geh auf Kraftschub unten drauf, dann kannst du gucken, was es bringt. Okay, kannst wegmachen, braucht man nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, brauchen wir nicht. Naja, bla bla. Bekannte Attacken, ja. Behalten. Nicht erlernen, ja, ist ja gut. Dass die 500 mal fragen, ob das Pokémon die Attacke lernen soll oder nicht. Man sagt entweder ja oder nein und gut ist. Ja. Yay, yeah, Level 15. Yay! Ja, ja, bla bla. Ich glaube, die geben dir aber ganz schön viel Geld. Wie viel hatten die denn jetzt? 200 und 250. Ah, für Zwillinge? Oh oh. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Lass es raus. Ne? Nicht gut. Irgendwie kribbelt meine Nase. Ne? Ah, ich glaube doch nicht. Gott, nee. Ja, bla. So. Toll. Nach jedem Kampf erstmal dahin rennen. Ich habe auch gemacht, ne? Ja, ich damals auch. So. Weil das einfach weil auch so viele Trainer sind und man da irgendwie durch die ganze Pampa latschen muss. Und ja, ne? Nicht so nice. Nee. Und das weiß ich auch, dass ich hier für den ewigen Wald ganz schön lange gebraucht habe, weil ich immer dann voll gefailt habe oder zumindest meine Pokémon dann echt verletzt waren, dann immer von A nach B, von A nach B. Ja, super ätzend. Ja. Oh nein. Aber danach geht's dann ja schneller weiter. Ja. Gott, das Kroko. Das ist so süß. Ja, ja. Ich glaube, das hatten wir nicht in unserer Liste, ne? Hatten wir erst gedacht. Ich weiß es nicht, du hast die Liste. Ja, ich hab's ja auch. Wo ist sie denn? Ich guck mal kurz. Nee, haben wir nicht. Okay. Dafür haben wir Unlicht, haben wir. Bestimmt bei dem Drachen da ganz am Ende, oder? Yep, yep, bingo. Bin so gut. Ach du Scheiße, ach ja, Boden hat's noch, ne? Da kannst du Soda nehmen. Ja, stimmt.
Das fällt mir ja auch ein, das ist halt Unlichtboden. Ja. Nichts passiert. Nichts passiert. Genau. Oh, scheiße, ey, mein Headset rutscht irgendwie immer. Weiß ich, irgendwie bleibt der Bügel nicht auf dem Kopf. So. Ja? Das will nicht. Nee. Es weigert sich, dass du aufnimmst. Ja. Wehe dir. So. So, geht weg damit. Ich muss jetzt sagen, wenn das jetzt nicht reinhaut, dann weiß ich es aber auch nicht. Und nochmal! Schneller gehen. Ja, Folterknecht! Ach, das macht doch nur hier das Mythen oder so, ne? Oder auch uns. Ja, aber manchmal ist es ganz praktisch, wenn man, ich weiß gar nicht, wie Attacke das ist, Angeber oder sowas. Da wird dein eigener Angriff vom anderen Pokémon quasi angehoben. Und man ist aber nur verwirrt und dann halt für die Zeit, in der man verwirrt ist, und man hat aber trotzdem für den restlichen Kampf einen erhöhten Angriff. Die finde ich ganz praktisch. Ja. Wenn es Gegner einsetzt. Oh, boah, ey! Langsam reicht. Ja! Langsam nervt's. Egal wie süß das Vieh ist. Vor allem wirklich erst die erste Form immer. Boah. Immer, ach, immer noch Folterknecht, okay. Oh ja, ist ja gut. Die erste Form. Nein! Ja, mach mich! Mein Gott! Ja, wir haben jetzt eine Runde gelacht, ist gut! Was ich sagen wollte. Die erste Form ist immer, bei den meisten zumindest, total süß. Ja. Und dann zum Schluss. Entweder voll hässlich oder voll böse. Ja. Oder einfach nur cool. Ja. Boah, ey, yo, gib alles. Fass es ja wohl nicht. Jetzt aber. Däh! Oh, das gibt's doch wohl nicht. Oh nee! Langsam nervt. Ja, aber mächtig. Meine Güte. Ja klar, jetzt darf der schon wieder. Danke. Jetzt doch. Ja. Jetzt doch. Meine Güte. Ja, mal ein bisschen schneller gehen können. Ja, der Zug klatschen. Hat es doch ganz schön genervt. Ja. Ja, ja. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Noch einer, hä? Aber war jetzt da unten was? Ich glaub nicht. Ein Pokéball. Das ich wollte gerade sagen, es war mal kein Pokémon. Das haben will. Nein. Oh. Guck mal, es ist sogar männlich und Level 14. Ist mir doch egal. Ich will das Monmen. Aber das bringt uns nichts, wenn wir jetzt noch das Viech noch fangen. Das bringt uns selbst beim nächsten Arena-Leiter nichts. Oh. Der ist ja der Käferviecher, da so ein Pflanzending mal schnell weg. Oh. Mann, Mann. Du darfst immer gerne stören. Das ist eine Großwurzel. Ich hab keine Ahnung, gell? Ich gucken? Dann kann man das irgendeinem Pokémon, das kann man schon mit irgendeinem Pokémon geben und dann hat es irgendwie irgendeinen Status ja, verbessert. Ja, hier groß. Verstärkt KP stillende Attacken. Oh. Geben. Das ist, Infoserb. Hört sich gut an. Ja, für Igelsamen dann. Wenn es das nicht schon hat. Nee. Oh. Er kommt. Mann. Nein. Strawickel, ey. Sieht irgendwie bayerisch an. Ja, und Strawicker? Strawicker!
Bayerisch. Servus. Oh nein. Ich muss bei Servus irgendwie immer an Severus Snape denken. Oh nein. Ich weiß auch nicht, weil sich so ähnlich anhören. Severus. Boah, übertreibt doch mit eurem Logo. Ja, das nervt ein bisschen. Ja. Oh, eine Sie mal. Trotzdem Team Plasma Rüpel und nicht Team Plasma Rüpel. Ja, das finde ich immer so Panne, ne? Egal, ob der männlich oder weiblich, immer Rüpel. Ja, wobei, bei irgendeinem Spiel war es auch für männlich und weiblich irgendwie unterteilt. Ja, dann... Oder sie hatten zumindest bei dem Namen männlich und weiblich Zeichen dahinter. Ja. Oder sowas. Toll. Was bringt's dann auch in meinen... A lazy bar. Ich bin auf Bayerisch. Freilich? Freilich. Wenn er so putze. Ja, freilich. Oh nein. Ich war einmal in Bayern. Ich war auf Klassenfahrt. Ich war so schrecklich. Ich war noch nie in Bayern. Wir waren... Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn da? Irgendwo an der Grenze zu Österreich oder sowas? Ja. Oder zur Schweiz? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Was auch immer da unten gerade für ein Land ist. Österreich! Ja, okay. Und Schweiz ist weit da oben. Ja. Echt? Ja. Ist die Schweiz rechts oder links? Ich verwechsel das immer. Die ist links. Okay. Ja, auf jeden Fall da irgendwo, unten, ganz unten am Arsch der Welt in Bayern quasi. Und da hat man kein Wort verstanden von den Leuten, wenn die was geredet haben. Ich wollte gerade sagen, die waren dann so richtig in ihrem Bayerisch drin, ne? sollen wir Donnerwelle? Was haben wir noch für Attacken? Mach mal Ladevorgang weg. Ne, dann nehmen wir Routenschlag. Aber Ladevorgang bringt auch nichts. Ja, aber Routen... Schlag irgendwie nichts, nochmal die Verteidigung. Ich sag mal, Ladevorgang verstärkt aber die Attacken. Ja, dann mach halt Routenschlag. Ja, sag ich doch. Ja, aber das ist doch auch immer dann, wenn die krampfhaft versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, dann geht das doch nicht. Nee, bin sogar. Nee. Genau wie bei Germany's Next Topmodel, die Simone? Oh ja, das war so schrecklich. Ja, freilich. Die konnte nicht mehr richtig bayerisch. Die ja. Aus Bayern und konnte es nicht richtig. Ja, da haben dann noch voll so Heide und so, die haben noch richtig perfekt bayerisch gesprochen. Ja, und die konnte es nicht. Ja, und sie, ich bin der echte Bayer. So, ist hier unten noch was? Nee. Nein, ich glaube. Da oben ist Onyx. Dann der nächste! Ein Ranger. Ranger! Das erinnert mich jetzt an, ach, wie hieß es, diese Anime-Serie. Dieser Ranger da. Ich erinnere das an, Schule des Manitou. Ja, Ranger! Servus! Was geht da? Ja, und Winnie Touch! Mit seiner Peter Monster Ranch! Genau. Ja? Er ist ganz schön cool. Und er will Perlentaucher werden, aber er kann es nicht, weil er so lange die Luft nicht anhalten kann. Ja! Oder hier seine Kriegsbemalung nachher. Oder wo die halt dieses, Übung 1 oder irgendwie, da wo sie diese ganzen, Crashkurs da machen. Ja, genau. Das war auch cool. Ja, das ist witzig. Ja. Oder... Traumschiff Periode 1. Space Taxi. Hä? Oh. Das ist auch so herrlich. Ja. Space Taxi. Da finde ich echt am besten diese alte Omi, die da im Schiff, wo sie aufs Taxi warten, wo die da lang geht und mit dieser Gelddose da und die ganze Zeit meint, unser Schiff soll schöner werden. Und dann kriegt sie was in ihre Dose geworfen und dann geht sie weiter. Rettet die Bahn! Ja! Genau! Die ist so herrlich, die Frau. Das stimmt. Oder, ja, dann, wir dürfen den Sand nicht im Kopf stecken, oder irgendwie so, hatten die doch auch was gesagt. Ja. Oh, nee. Und ich spack hier gerade ab.
Wir schaffen das fast. Ja. Auf jeden. So. Harry Bark ist nicht unbesiegbar. Jupp. So schaut's aus. Aber die Kampf. Jo, ist schon epic, das Vieh. Hm. Also ich sag mal, wenn wir Terry Bark... Wenn die dritte Entwicklung nicht eine Scheiße... Ja, also die dritte ist ja wohl echt... Oh, geht gar nicht. Die erste und die zweite Entwicklung vollkommen in Ordnung, aber den Rest kannst du echt knicken. Hätten sie mal so cool machen können wie Arcani oder so. Ja, oh, ich liebe Arcani. Ja. Oh, genauso wie Hundemon. Ja, das ist auch toll. Ja. Haha. Yeah, Level 18. Wow, und fast Level 19. Mathieu. Guck mal, der hat ein Pokémon an der Schlaufe. 1018, ja. Das gehört zur Grundausstattung eines Rangers. Oh, immer die mit ihren Beeren. Ich breche. Die schmeißen damit irgendwie um sich. Ja, ich weiß ja gar nicht, was die so toll daran finden. Ich auch nicht. Also ich finde es ganz praktisch, wenn du mal so eine Beere hast, die Verwirrung heilt oder sowas. Ja, aber danach... So, Oder wenn du halt mal keinen Aufwecker oder was weiß ich nicht hast, ist ganz praktisch, aber sonst... Ja, weil sonst benutze die eigentlich immer nur, wenn ich nichts anderes mehr habe und total verzweifelt bin. Ja, genau. Sonst benutze ich die eigentlich nie. Ich auch nicht. So, wieder zurück. Versuch aber eh immer so wenig Tränke wie möglich zu benutzen. Ja, ich auch. Also bevor ich dann wirklich dann einen Trank nehme, muss es um was gehen. Ja. So. Pokeliga. Ja. Ich fange dann meistens in der Pokeliga richtig mit Trinken an. Ja. Starte ich mich richtig aus und dann geht's rund. Sonst brauche ich eigentlich wenn dann eigentlich nur bei Arena kämpfen. Ansonsten zwischendurch eigentlich nicht. Ja. So, wollen wir hier einen Cut machen? Jo. Passt eigentlich gerade. Okay, Leute, dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss.